Following her recent trip to the Middle East, German Foreign Minister Annalena Baerbock paints a bleak picture of the situation in the region. The rifts seem to be getting deeper, Baerbock said ahead of consultations between EU foreign ministers in Brussels. The bitter reality is that diplomacy is progressing only in the smallest steps. The goal remains that Israelis and Palestinians can live in security and peace, the minister emphasized. In the short term, however, humanitarian pauses in the fighting in the Gaza Strip are needed in order to be able to provide aid for the people. At the same time, Israel's security must be guaranteed. Wir müssen trauern, wie sehr die Menschen in Israel leiden, die immer noch nicht wissen, wo ihre verschleppten Kinder, ihre verschleppten Ehefrauen sind und nonstop den Terrorangriffen ausgesetzt sind. Weil das Leid so unermesslich gerade in Gaza derzeit ist, hilft es aber nicht, Impulsen zu folgen, sondern die bittere Realität ist, dass wir nur in kleinsten Schritten vorankommen. Und deswegen müssen wir uns gerade über diese kleinen Schritte tagtäglich rund um die Uhr in jeder Minute den Kopf zerbrechen, wie wir das gemeinsam erreichen können. Dass die humanitäre katastrophale Lage in Gaza eingedämmt wird und dass die Nonstop-Gefährdung Israels durch die Hamas, durch die terroristischen Akteure unterbunden wird, damit Israel und seine Menschen in Sicherheit und Frieden leben können, genauso wie Palästinenserinnen und Palästinenser. Klar ist, das kann mit Blick auf die Zukunft nur im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung erfolgen. Auch wenn sie in maximal weiter Ferne scheint, ist das Gespräch darüber, der politische Horizont, in diesen Tagen wichtiger denn je, um in dieser schier unglaublichen Situation, wo derzeit so viele Menschen die Hoffnung verlieren, die Hoffnung weiterhin aufrecht zu erhalten. Wirklich in Frieden und Sicherheit leben können. Dankeschön.